Es gibt bestimmte Zeichen, die man im Koran sieht beim Lesen. Und wenn du Koran von Hafs hast, es gibt verschiedene Lesungen vom Koran. Und eine Lesung davon ist Hafs an Asim bis zu Uthman, Nu'affan, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit und vom Propheten sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Und das sind die Korane, die meistens zwischen unseren Händen sind, und da findet man bestimmte Zeichen. Was sind diese Zeichen? Warum haben wir diese Zeichen? Und zwar, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, erstmal, wir haben dieses Zeichen klein Mim. Pass auf hier, Mim. So. Diese Mim, barakallahu fikum, das heißt, stopp. Ist obligatorisch. Du musst stoppen hier, wenn du diesen Meme hast. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Koran seht, die Ayah 26 von Surat Al-Baqarah. Dann siehst du dieser Meme. Dann musst du stoppen. Du darfst nicht weiterlesen. Dann, barakallahu fikum, gibt es dieses Zeichen. La. Das ist ein Zeichen, das man nicht stoppen darf. Du findest das so, la. Das wird, du darfst nicht stoppen. Alladhina tatawaffahum al-malaikatu tayyibin. Dann kommt la drauf. Dann stoppst du nicht. Dann liest du weiter. Dann, barakallahu fikum, gibt es dieses Zeichen, Jim, die Buchstabe Jim. Dies heißt, man darf stoppen. Man darf stoppen. Wenn du liest, ist okay. Und wenn du stoppst, ist auch okay. In Surat al-Kahf, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqq. Du kannst so stoppen oder du kannst weiter. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqq, innahum fityatun amanu bi rabbi. Dann, barakallahu fikum, dieses Zeichen hier, dies, das ist Sad, Lam und so. Das heißt, wie Sil. Das bedeutet, verbinde, verbinde. Und das heißt, man darf stoppen, aber wenn man weiterliest, ist besser. Wenn man weiterliest, ist besser. Und dann gibt es diese Kaf, Lam und so. Das heißt, auch du darfst stoppen, aber lieber stopp, nicht weiterlesen. Sil, das bedeutet lieber weiterlesen, lieber stoppen, lieber weiterlesen. Qaf Lam hier, lieber stoppen. Dann barakallahu fikum, ihr seht auch in Surat al-Baqarah am Anfang, an der ersten, ihr seht diese drei Punkte nebeneinander. Dies ist Ta'anuq al-Waqf. Das bedeutet, wenn du bei der ersten Stelle stoppst, dann darfst du nicht beim zweiten stoppen. Und wenn du bei der zweiten stoppst, du darfst nicht beim ersten stoppen. Du stoppst nur einmal. Entweder bei dem oder bei dem. Und dann haben wir im Koran, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Sakatat. Was sind diese Sakatat? Das sind wie Atempause. Atem, Pause. Ohne Luft zu holen. Und das sind vier. Vier. In der Lesung von Hafs. In der Lesung von Hafs. Das sind in Surat al-Kahf. Nach Iwaja. In Surat Yasin. Ja weilana man ba'athana min marqadina. Dann stopp. In Surat al-Qiyamah, kalla idha balaghat al-Taraqiya, wa qila man raq. Du siehst, nach man gibt es dieses Zeichen, barakallahu fik, jazakallahu khair. Und bei Surat al-Mutaffifin, barakallahu fikum, kalla bal rana. Bal, stopp, es gibt Sin, diese Buchstabe Sin. Das sind einige, barakallahu fikum, Zeichen,
die man im Koran hat, damit man stoppt oder weiterliest oder damit man eine Pause macht. Und bitte, Barakallahu fikum, ihr müsst, das ist schwer für die Leute, die kein Arabisch natürlich sprechen. Es gibt im Koran, wenn man liest, manchmal stoppt man ohne diese Zeichen. Manchmal diese Pausen, die sind sehr schlimm. Man darf nicht, weil der Sinn verloren geht. Weil der Sinn verloren geht. Und manchmal ist es besser zu stoppen, nicht weiter zu lesen. Und manchmal ist das, wie du willst. Zum Beispiel, wenn du jetzt keine Luft mehr, nicht mehr atmen kannst, dann musst du stoppen. Du kannst nicht mehr lesen. Da musst du stoppen. Aber du musst aufpassen. Bei bestimmten Wörtern sollte man nicht stoppen. Zum Beispiel, innama yakhsha Allah. Pass auf, wir haben eine Regel. Wir haben gesagt, immer wenn wir im Arabischen stoppen, dann müssen wir das Wort immer sukunieren am Ende. Egal. Immer das Wort wird sukuniert. Da hat das kein Kurzvokal. Innama yakhsha Allah ist das. Aber wenn du stoppst, da sagst du innama yakhsha Allah. Dieser Stopp ist Katastrophe. Das bedeutet, man versteht, Allah fürchtet. Allah fürchtet. Aber die Ayah ist, die Wissenden fürchten Allah. Das sind bestimmte Themen, die wichtig sind im Koran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, es gibt Zeichen für Koranschrift oder Koranschreiben. Das heißt, wenn man Koran schreibt und wenn man Koran liest, dann findet man bestimmte Zeichen. Und zwar, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Es gibt so einen Kreis wie Sukun, aber das ist kein Sukun. Dieser Kreis kommt auf Alif oder Waw oder Ya. Wenn du so einen Kreis drauf siehst, heißt das, Barakallahu fikum, heißt, dass man As-Sufr al-Mustadid, das ist wie ein Null, dass man diese Buchstabe nicht liest, wenn du stoppst oder wenn du weiterliest. Dieser Buchstabe ist zusätzlich und das hat einen Sinn, dass man zusätzlich gemacht hat, damit man zwischen zwei Wörtern, eine ist stärker und eine ist schwächer, trennt. Dann, Barakallahu fikum, es gibt so ein Zeichen auf Alif, das ist ein Kreis, aber die ist so länglich. So, auf Alif. Das heißt, Barakallahu fikum, dass man diese Buchstabe liest, wenn man stoppt, wenn man nicht stoppt, Entschuldigung. Aber man liest das als Kurzvokal. Das heißt, es gibt zum Beispiel Anna. Und dann kommt dieser Zeichen drauf. Wenn du weiterliest hier, wenn du weiterliest, dann sagst du, ana khayrun minhu, ana khayrun minhu. Du sagst nicht ana, aber wenn du drauf stoppst, dann sagst du ana. Dann, Barakallahu fikum, es gibt so ein klein wie ha, so, auf die Buchstabe. Und das ist, wenn das auf Buchstabe Nun kommt oder Ja kommt zum Beispiel oder andere Buchstaben, das heißt, du musst die Buchstabe deutlich sprechen. Deutlich. Evhar. Wenn du dieses Zeichen siehst, Mim, das kommt meistens, dieses Mim, Barakallahu fikum, zakum la khairan, wenn man diese Mim Zeichen, wir sind bei Mim, ja genau. Das ist bei Iqlab, Iqlab. Bei
Nun und Nonation. Und du siehst das meistens auf dem Mim oder unten und auf Nonation. Dann weißt du, und danach kommt ein Ba, dann weißt du, aha, die Nonation wird zu einem Mim nach Ba, was wir als Iqlab gesagt haben, das wird Umwandlung der Buchstaben. Wenn, barakallahu fikum, die Nonation in dieser Art kommt, in dieser Art, das wird parallel zueinander und hier so, das bedeutet, es gibt hier, barakallahu fikum, sagum lachirin, Izhar. Das bedeutet, du musst das deutlich machen. Wenn sie nicht so parallel zueinander sind, sondern ein bisschen versetzt, es gibt Idgham. Man sieht im Koran bei manchen Ayat so ein Zeichen, eine Linie und danach am Ende der Ayat gibt es so wie ein Kuppel, barakallahu fikum. Dies heißt, es gibt hier eine Niederwerfung. Dieses Zeichen, so, das kommt zweimal im Koran. Einmal, barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan, bei Surat Nuh, Bismillahi majareha wa mursaha. Nicht Nuh, Entschuldigung, Hud. Hud, Entschuldigung. Dann machst du, das kommt unter Ra, majareha, hier kommt dieses Zeichen. Dann machst du diese Ra zwischen Fatha und Kasra. Majraha. Nicht Majra und nicht Majri. Majra. Und wenn das in Surat Yusuf kommt, Ta'manna, hier kommt das. So. Dann machst du hier Ishmam, heißt das Ishmam. Und das ist, dass du deine zwei Lippen zusammen machst, als ob du wow sprechen willst. Ta'manna, ta'manna. Okay? Wie ein Dhamma wird das. Es gibt andere Zeichen, barakallahu fikum, die man in Koran findet. Aber es ist genug erstmal. Und wenn du etwas liest und dann weißt du nicht, was diese Zeichen bedeutet, da könnte man fragen, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und das ist eine sehr wichtige Sache, dass man das lernt, barakallahu fikum, und dass man weiß, was man damit oder wie man das richtig liest. Wallahu ta'ala alam wa alam.